Ich glaube wirklich, dass in jedem von uns ein bisschen Tanz, ein bisschen Musik steckt. Ich glaube, das ist einfach drin. Man muss halt nur sehen, wie sehr man das dann herauskitzelt. Die Tour war super. Wir haben an vielen verschiedenen Locations gespielt, wo man dann auch gleich einfach verschiedene Emotionen hatte. Es gibt sehr viele Familien, die deutsche Wurzeln haben und das auch weiterführen. Also wirklich nach Schulen und Unis suchen, wo deutsche Sprache unterrichtet wird. Und an diesen Schulen und Unis waren wir dann und sind dann wirklich direkt in Kontakt gekommen mit den Jugendlichen und Kindern. It don't make sense, you're in the club, a big circle, every dance is going crazy. You go in, bam, do a crazy solo and then you do like, okay, wait, I have to do it like this. Put the hands down. Ah yeah, and kick. Then the club is finished, everybody is home and you stay on the dance floor. Die Workshops, die wir gegeben haben, waren ganz unterschiedlich. Also es ging wirklich los bei der ersten, zweiten Klasse, wo die 6, 7, 8 Jahre alt waren. Ging aber auch hoch bis zu jungen Teenies, die dann 15, 16 waren. Und somit haben wir wirklich viele Kinder und Schüler und Jugendliche erreicht. Ja, also linkes Bein vor, wechsel, raus. Ich unterrichte Breakdance ganz speziell, wenn ich bei Anfängern anfange, wo ich weiß, dass sie vielleicht noch keinen wirklichen Tänzerhintergrund haben oder auch noch nie getanzt haben, fange ich halt an, dass es mir wichtig ist, dass sie in den ersten 1,5 Stunden ein ganzes Solo lernen. Wir haben 3 verschiedene Kategorien, um ein komplettes Breakdance-Solo zu kreieren. Da geht es um den Grundschritt, das sind Tap Rocks. Das ist sozusagen die Vorbereitung, bevor man sich auf den Boden begibt. Sobald man sich auf den Boden begibt, sind das Footworks, das sind Schrittkombinationen, die man auf dem Boden tanzt, die ganz klar signalisieren, okay, das kann nur Breakdance sein. Und zum Schluss sollte man das abschließen mit einem Freeze. Das heißt, man macht eine Pose, die man einhält, um auch wiederum den Zuschauern zu signalisieren, hey, mein Solo ist beendet, jetzt erwarte ich Applaus, wenn es denn auch gut war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und weiter trainieren, ja? Wenn wir wiederkommen, dann wollen wir was sehen dann.